Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks und hier mit meiner neuesten Errungenschaft und zwar dem T29 Tier 7 schwerer Panzer der Amerikaner. Und ja, ich habe ihn auch schon ein wenig ausgebaut und zwar die große Kanone, alles bis auf den großen Turm sozusagen, ist drin. Also von dem her sollte es eigentlich hoffentlich ganz gut funktionieren. Und mal schauen, ob es auch wirklich so der Fall ist oder ob ich jetzt hier große Sprüche mache. Matchmaking schaut schon mal schön aus, ein reines Tier 7er Gefecht bis auf die Scouts. Auf unserer Seite ein paar mehr Sechser, warum auch immer. Aber nichtsdestotrotz, das heißt noch nichts. Der Panzer hat seine Schwachstelle vorne an der Frontplatte, also die ist sehr weich, dafür hat er einen verhältnismäßig harten Turm, auch schon mit dem kleineren Turm hier. Und den muss man sozusagen ausnutzen, das kann man auf der Map eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob ich das auch wirklich kann. Los geht's! Was ich an dem Panzer persönlich ganz gut finde oder allgemein an der Linie, dass ich mag ja allgemein sehr die schweren Panzer. Allerdings aber auch ein bisschen Mobilität sollten sie trotzdem mitbringen. Deswegen fand ich die Russen ganz cool. Und hier mit denen fühle ich mich auch bisher ganz wohl. Weil man sieht schon, auch da ist etwas Geschwindigkeit gegeben. Ja, schießen kann man. So, dann werden wir jetzt uns vorne gleich mal an die Kante wagen. Weil wie gesagt, man hat auch einen guten Neigungswinkel, wie man hier sieht. Das heißt, man kann eigentlich ganz gut so diese Steigung ausnutzen, einen kurzen Hit geben, falls möglich, und dann... Oh, war der knapp drüber. Heidewitzka, hat er Glück gehabt, der Crusader. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob wir hier schon irgendwas aus Rohr bekommen. Den Crusader würde ich jetzt zu gern einen Hit verpassen. Nein, im Boden! Naja, gut. Tod ist tot. Jetzt fehlt uns hier der Scout, also unser PZ. Ist da hinten keinerlei große Hilfe. Deswegen fehlt hier definitiv jetzt die Sicht für uns. Die ersten Schüsse kommen auch schon hier in die Richtung, aber noch trifft nichts. Gott sei Dank Standardgefecht. Da ist das Ganze eher etwas statischer, von dem her ist es jetzt nicht so tragisch, dass wir hier die Sicht nicht so haben. Ne, auf den brauche ich nicht so wirklich versuchen zu kommen, das wird nichts. Nach wie vor wichtig in dem Spiel ist einfach Geduld auch haben. Ah, das wird der zweite Tier 6, der Aal, gleich rausgenommen. Da ist er weg. Ja, ungünstig. Dass auch die von dem Hügel gar nicht wirken können. Jetzt bekommt es er auch ganz gut. Es ist, wie gesagt, jetzt das Riesenproblem, was wir jetzt hier, unter dem wir leiden, die nicht vorhandene Sicht durch irgendwelche Aufklärer. Deswegen ist es auch ganz gut, dass Wargaming meines Wissens, was ich noch so im Kopf habe, die buffen will, weil die sind einfach wichtig und sollten auch meines Erachtens deutlich mehr und häufiger und sinniger gespielt werden. So, jetzt ist doch da oben ein bisschen was offen. So, da ist der erste gesessen. Jetzt stehen sie sich oben hier schön auf der Pelle. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt muss sich nur nachladen. So. Der T29 ist da jetzt weg. Also das ist jetzt schön, was der Gegner da macht, dass die da so stehen. Sau doof eigentlich, aber natürlich für uns toll.
Schauen wir mal blind darüber noch. Wie gesagt, einfach ruhig bleiben. Sie haben auch keine Arti, das ist schön. So, da kann man wirklich jetzt hier entspannt einfach darüber zielen. Man wird auch nicht gesehen. Die Sichtweite haben die Gegner definitiv nicht. Sie haben jetzt auch keinen Scout ATM. So, da ist der auch weg. Jetzt kommt da mal ein Lux und schaut mal wieder. Meines Erachtens viel zu spät. Und man sieht, kaum hat der Lux hier gespottet, kommen auch wieder die Schüsse und die Leute von uns werden beschossen. So, aber das stört mich nicht. Mich hat auf jeden Fall mal, auch wenn ich es nicht genau sehen kann, aber ich bin mir sehr sicher, dass er mich nicht aufgemacht hat. Also die bluten jetzt hier oben gut aus, weil sie natürlich jetzt nicht die Unterstützung von ihrem Team haben, wie unser Team von unserer Seite hier drüben. Der Lux müsste jetzt mal weggeholt werden. Das wäre jetzt ein wichtiger Kill, weil der im Gegenzug zu unserem Scout weiß, was er da macht. Unsere steht nur doof auf W9, wo er gar nichts bringt. Also wirklich gar nichts. Man sieht jetzt, zack, da die Hits kommen. So, jetzt stelle ich mich mal hier so ein bisschen hin, dass ich hoffentlich da mal wirken kann. Weil der ist, wie gesagt, der muss jetzt mal eine Schelle bekommen. So, naja, dann der T20. T20 war jetzt genau das Thema, was ich meinte. Ich kann da gut nach unten wirken, er kommt nur auf meinen Helm. Ja, jetzt war der Lux ein bisschen übereifrig in Anführungszeichen. Schau mal, ob er das nochmal macht, wäre zu schön. Aber ich glaube, den Gefallen macht er mir leider nicht. Ja. Nee, in der Tat. Aber wie gesagt, es ist noch 8 Minuten, es steht ausgeglichen für beide Teams. Also hier immer noch keinerlei Notwendigkeit, jetzt irgendwas zu überhasten. Wichtig wäre der Lux, den mal rauszubekommen. Hauptgeschütz beschädigt. Wir haben Genauigkeit eingebüßt. Ah, hat er mir. Ich repariere jetzt noch nicht. Weil auf die Distanz, wo der kommen sollte, kann ich ihn auch gut so behaken. Ja, beziehungsweise vielleicht doch. Gefällt mir nicht so, das Einaimen, bis ich dann eingeaimt habe. Ah, der Lux hat wenigstens da schon Hit abbekommen. Also er hat nur noch 200 Struktur. Aber er dreht seine Runden. Ja, der T20, wie gesagt, macht mir da am Helm nicht viel Schaden. Da brauche ich mir jetzt nicht sonderlich großartige Gedanken machen und Angst haben. Wie gesagt, der Lux. Ah, da ist Su. Ah, voll dann, also viel zu weit dahinter gezielt. Aber Su geht jetzt auf den Angriff, will die Camper da jetzt aufdecken. Wird das jetzt auch machen, wird es wahrscheinlich alle aufmachen. Aber in dem Augenblick, wo jetzt die Su hier da am Ball ist und die Leute von uns aufmacht, habe ich jetzt hier die Hoffnung, dass ich da auf den Lux schießen kann. Und die Gegner nicht auf mich großartig achten, was, glaube ich, funktioniert hat. Bis auf den T20.
Jetzt müssen wir hier ein bisschen mal, oder ich mal, aggressiver spielen. Weil jetzt werden die Camper durch die Suche hinten rausgenommen. Wir haben sie. So, der ist weg. Jetzt schießt aber da von oben natürlich wieder ein Gegner. Was zu erwarten ist. Prallt aber jetzt schön ab. Jetzt fehlt die Sicht nach hier oben. Jetzt wäre es ganz toll, wenn der PZ hier rüberfahren würde. Schauen wir mal, ob ich was aufdecken kann. Wenn ich hier mal lang genug stehe und mein Fernrohr aktiv ist. Aber da schaut es schlecht aus. Ah. Ich glaube, er dürfte mich nicht sehen. Doch, ich bin offen. Schade. So. Jetzt konnte ich da einen schönen Hit geben. Ah, jetzt kommt der M4 daher. Warum konntest du nicht noch ein Stück länger da bleiben? Also es ist unglaublich ausgeglichen mit der kleinen, gefühlt kleinen Vorteil pro Gegner, weil sie meines Erachtens mehr Map Control haben. Jetzt mache ich mal eins, ich fahre jetzt mal ans Ende der Bahnschienen. Und werde mal von hinten so ein bisschen reinhalten. Ich glaube nämlich, da fährt der M4 nämlich auch hin. Und ES kommt da jetzt auch mit. Das ist jetzt ein bisschen unklug. Hätte ich schöner gefunden, wenn ES vorne stehen bleiben würde. Weil es fehlt da wieder die Sicht in die Mitte. So, jetzt müsste wahrscheinlich der AMX auch bald hier rüber gucken. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das, was ich jetzt vorhabe, könnte ein bisschen risky sein. Der T43 ist da auf jeden Fall. Tiger könnte da sein und AMX. So, hier ist ein Hit. Nachladen. Oh. Und jetzt seht ihr, was ich meinte. AMX hat von vorne rechts geschossen. Natürlich jetzt sau doof. Dass der AMX jetzt da noch da vorne steht. Da ist er, ja. Wirkungstreffer. Jetzt wenigstens mal ein bisschen die Wanne verstecken. So. 1 Minute 40 wird langsam enger von der Zeit. Problem, was ich jetzt habe, wenn ich jetzt nach vorne rausfahre, schießt der T43 und der IS auf mich. So wie der AMX. Sind viele Gegner für einmal. Deswegen werde ich mich jetzt eher Richtung AMX mal bewegen. Den IS stehen lassen, T43 auch. Problem ist einfach, dass jetzt die Zeit abläuft.
Eine Minute ist nicht mehr so viel Zeit für vier Gegner. Da hat das Team auch ein bisschen verschlafen, mit Jagdpanther und Jesse hier mal zurückzumachen, weil man hat ja gesehen, dass die Gegner hier, wo sich die befunden haben. Jetzt sehe ich gar keinen mehr. Mal kurz Fernglas anspringen lassen. Da ist doch einer. So, wenigstens den noch. AMX jetzt hinter mir. Wir sind bewegungsunfähig. So, jetzt ist Kette gezogen. Jetzt die Zeit ist auch rum vom Spiel. Jetzt geht es höchstens noch darum, den T43 mitzunehmen. Eine Sekunde, aber das ist das Spiel auch schon aus. Schade. Doofes Team. Ich schiebe es ungern aufs Team, aber das war meines Erachtens wirklich, lag viel am Team, dass die da nicht Druck gemacht haben. Trotzdem war es eine schöne Runde. Ich glaube, mit 3500 Schaden in einem Tier 7 Panzer, da braucht man sich nicht verstecken. Und ja, man hat wirklich, glaube ich, auch sehr gut gesehen, wo der Panzer seine Stärken hat und wo es natürlich auch die Schwächen gibt in Form der Panzerung. Von dem her, mir hat es persönlich gefallen, ich hoffe euch auch. Deswegen bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch alles Gute weiterhin und ja, bis bald. Ciao!